So, die ersten beiden Videos laden jetzt schon im Hintergrund hoch auf YouTube und ich spiele direkt weiter. Und denn ich will Cave Story eigentlich gerne weiterspielen, weil Cave Story ist ein schönes Spiel und ich mag es. Und ja, das ist Grund genug, um es weiterzuspielen. So, hier ist Jack, mit dem rede ich jetzt mal kurz und er sagt, was? Torokoso wurde gekidnappt? Oh nein! Ich muss es King sofort sagen. Und er rennt weg und macht den Weg frei. Juhu, wir können auf den Friedhof. Aber vorher hole ich uns noch ein Motiv, um auf den Friedhof zu gehen. Denn wir wollen ja nicht einfach rumlaufen und irgendwo reingehen und irgendwelche Sachen untersuchen. Wie in anderen Spielen. Also, Toroko, ich kann es nicht glauben. Torokos älterer Bruder Arthur war ein wunderbarer Kämpfer. Aber er wurde getötet von einem der Helfer des Doktors. Und jetzt, ich konnte sie nicht beschützen. Eine Tragödie. Es gibt zwei Schlüssel zu Arthurs Haus. Toroko hat einen von ihnen, aber Toroko wurde ja leider entführt. Und der andere ist versteckt im Mimika-Friedhof. Ja. Und da wir sonst nicht wissen, was wir tun sollen und nur irgendwie durch diese seltsamen Übertragungen von Sue gehört haben, und Sue soll ja in Arthurs Haus sein, deshalb holen wir uns einfach mal den Schlüssel zu Arthurs Haus. Ja, und hier ist die Infestation. Geht weg. Sterb! Okay, das wäre jetzt wesentlich einfacher, hätte ich schon, denn schön die aufgerüstete Waffe, aber egal, es geht so auch. Ich muss zwar nur ein bisschen mehr, ich muss halt nur ein bisschen mehr aufpassen. Und jawohl, Level up, Level up. Und seht euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Hier ist ein kleiner Mann. Ja? Whatever you want. Was willst du? Jetzt aufmachen. Pass mal auf, ich tritt hier gleich auf dich drauf, ne? Und dann ist hier vorbei für dich. So, egal. Weiter geht's, weiter geht's. Wir wollen ja nur den Schlüssel haben. Wir wollen uns nicht mit kleinen Männern anlegen und Pilze auf uns regnen lassen. Da oben ist eine Tür und ich komme noch nicht dran. Na, ah, verdammt. Ein großer Pilz. Stirb, großer Pilz, stirb. Und kleinere Pilze. Und da glitzert wieder etwas am Grab. Am Grabstein. Sieh es dir an. Arthurs Grab. Und da ist eine Inschrift auf dem Grab. Hier schläft der noble Arthur. Wahrer Held für die Mimigas. Und wir haben Arthurs Schlüssel gefunden. Warum man auch immer einen Schlüssel auf einem Friedhof verstecken sollte, ist mir schleierhaft, aber was soll's, das ist in diesem Spiel halt so. So sind die Mimiga nun mal. Und ich meine, wenn die hier sowieso nur ihr Dorf haben, dann kennt sich sowieso jeder. Und dann wird das mit dem Diebstahl wahrscheinlich nicht so gravierend sein. Deswegen, ja, warum nicht? Egal. Und hier ist Arthurs Haus, wie es auf dem schönen Schild steht. Und mit dem Schlüssel? Na, können wir Arthurs Haus aufschließen? Was für eine Überraschung. Und ja, Sue scheint nicht hier zu sein. Ich gehe erstmal in den Keller. Er hat einen Wasserschaden. Egal. Und, na, untersuche es. Blumen? Wie man sehen kann, sie sind rot. Und hat uns nicht der Mimiker auf der Yamashita Farm noch vor roten Blumen gewarnt? Ja. So. Wörter erhellen den Bildschirm. Wenn ich muss, dann werde ich definitiv. Das ist noch ein kleines Bruchstück aus der Übertragung, wo er sagt, dass er Kakerlaken fressen wird. So, willst du die Teleportation zum Egg-Korridor erlauben? Ja, natürlich. Erlaubnis gegeben, um den Egg-Korridor betreten zu dürfen. Da oben sind noch Betten, da kann ich mich auch drin heilen. Die bringen allerdings keine Raketen, so wie das Herzding da, das Heilding. Und ja, speichern. Ja gut. Am Ende bereue ich es noch hier nicht gespeichert zu haben, deswegen nutze ich noch eben die Gunst der Stunde und speichere. So, aber jetzt. Hier steht der Teleporter direkt neben der PC. Ja, neben dem PC meine ich natürlich. Und wir können Accredo aussuchen und los geht's. Beam me up, Scotty. Und das erste richtige Level quasi, der Egg-Korridor. Ein Elefanten und ein weißes, komisches Kriechvieh sprechen erstmal mit dem blauen Typen hier. So, sprich, ich würde aufpassen, wenn ich du wäre. Das weiße Ding da unten auf dem Boden. Eine Berührung und boom, es ist vorbei. Ja, diese Warnung ist berechtigt, denn das Vieh macht 100 Schaden, wenn ich es berühre. Und ich kann es nicht besiegen. Es nimmt keinen Schaden von meinen Attacken. Das heißt, es ist ein Instant Death. Genau wie von Spikes. Juhu.
Und eine weitere Lebenskapsel. Und wieder drei Lebenspunkte zusätzlich. Irgendwie so. Wir haben schon 12. Und die können wir auch hier gut gebrauchen. Denn Elefanten sind böse. Und Sprungviecher sind böse. Und wir müssen alles töten. Und wir wollen unsere Waffe nämlich auf Level 3 aufleveln. Los. Ihr könnt mir nichts antun. Ihr seid zu schlecht, als dass ihr mich berühren könnt. Ich muss aufpassen. Sonst lasse ich mich in einem Anflug von Größenwahn doch noch treffen. Und Level Up, yay! Und wir haben jetzt eine lange Waffe mit einem richtig dicken Laser. Und stopp! Du auch, stopp! So, läuft doch richtig gut hier. Ja, zum Spiel. Es gibt mehrere Enden für dieses Spiel. Es gibt ein schlechtes Ende, ein, gutes Ende und das beste Ende. Und ich werde diesmal versuchen, das Beste nicht treffen lassen, das beste Ende freizuspielen. Ich habe bisher das Spiel nur einmal durchgespielt, schon vor einiger Zeit. Und ich habe nur das gute Ende hingekriegt. Und ja gut, das schlechte auch, aber das ist nur so ein optionales Nebending. Man kann dann direkt wieder beim Speicherpunkt einsetzen, ist direkt davor. Und ich werde natürlich das schlechte Ende hier auch zeigen. Also, da bist du ja, du Monster. Ich habe keine Angst vor dir. Boah, ein Riesen-Mimiger. Ja? Was willst du? Komm schon. Versuch es doch. So ein Bruder hat mich nie besiegt. Und bam, er schlägt sie. Uah, du gewinnst. Und ich bin, es tut mir leid, es tut mir leid. Nein, Crash. Oh, wer bist du? Und sie achtet überhaupt nicht, was der große Mimiger macht. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, er interessiert uns nicht für uns, ja. Und wir interessieren uns auch irgendwie nicht für ihn, denn wir lassen ihn einfach weglaufen. Aber egal, wir folgen ihm mal. Und noch ein Herzcontainer. Es ist einfach großartig. Lebensenergie, Lebensenergie, Lebensenergie. Und Chutulus Adobe. Was auch immer Adobe heißt, ich weiß es nicht. Oho. Ein Soldat von der Oberfläche? Ich dachte nicht. Also ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Wo sind die anderen? Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das? Deine Erinnerung ist verschwunden? Ja, okay. Der erste Anhaltspunkt für die Story. Ich speichere mal eben. Wir sind anscheinend ein Soldat von der Oberfläche und es gibt anscheinend oder gab anscheinend noch mehr von uns. Aber das wird sich alles noch später klären. Wir sammeln erstmal den Herzcontainer auf. Und dieser hier gibt uns nicht nur 3 zusätzliche Lebenspunkte, sondern ganze 4. Jawohl, 16 Lebenspunkte. So kann das eigentlich gerne in jedem Spiel laufen. So, Metroid, ja, schenk mir doch mal am Anfang irgendwie direkt mal 5 Herzcontainer. Finde ich richtig geil. Oder Zelda, direkt mal 5... Wow, 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 geh weg, geh weg. Auch mal 5 Herzcontainer direkt, auch ziemlich geil. Aber, na gut, diese Spiele wären wahrscheinlich auch ziemlich langweilig, wenn man direkt so alles geschenkt bekommen würde. Und hier ist es ziemlich praktisch. Und ja, komm schon, die sind jetzt nicht schwer zu finden, aber wenn man halt einfach nur schnurgerade rumläuft, ohne zu erforschen, dann findet man die natürlich nicht. Und dieses Spiel, man muss erforschen, denn ich glaube, nein, lass dich nicht treffen, lass dich ja nicht von diesem Ding treffen. Ja, denn ohne erforschen würde man auch gar nicht rausfinden, wie man diese Leute dazu bringt, Tohoku zu entführen und man würde die Story überhaupt nicht weitertreiben können.